Ein frohes guten Tag, hallo. Ich grüße euch alle herzlich zu einer gepflegten Runde Rum 2 zwischen mir und dem Cornelius Drake. Richtig. Ja, der hat halt gerade eben in der letzten Folge diese lokidische Armee geschlagen in irgendeiner Stadt von ihm. Ich kann es halt nicht beurteilen, welche Stadt. Aber ja. Es war Mazaka. Mazaka halt. Mazaka! Genau. So, gut. Das Geile ist jetzt gleich, dass die Armee eigentlich schon fast Schrott ist. Kann ich die jetzt einfach angreifen? Ja, aber bitte Auto. Also bei ja, natürlich. Ja, natürlich ist bei dir so eine Sache. Wow, ich werde die nicht angreifen. Da würde meine Armee sterben. Warum? Weil sein General so stark ist, dass er mich einfach tötet. Verarschen? Ja, ich habe in der Einheit nur 3 Steinschütterer und einmal einen General, der 30 Mann hat. Von daher... Weil eigentlich geht's schon. Oh, da sind die Elefanten. Die wollte ich ausschalten. Stoppen wir uns die mal. Nächste Runde. Super. Ich kann jetzt auch endlich meinen Streiter rekrutieren. Finde ich schön. Wir wollen... Oh, Militärausbildung ist nicht schlecht. Und du? Rangüberfall. Ja, komm, wir nehmen jetzt mal die hier. Die olle Ische. So, wie viel Brunnen brauchst du, um es aufzu... Boah, 6 Runden, um das alles wieder herzustellen. Das ist ja echt scheiße. Ich sehne mich nach einem Kampf. Scheiße. Ja. So richtig scheiße. So, dann wollen wir hier mal ein paar Einheiten dazu holen. Nehmen wir mal Herbanner einfach rein, das muss reichen. Es gibt kein schöneres Ende, so. Als im Kampf zu sterben. Landwirtschaft kostet mich aber Nahrung, will ich nicht. Könnten allerdings ein Dorf bauen, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, also jetzt ist die Frage. Momentan geht's Zypern echt scheiße. Das gefällt mir nicht so. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden hier, wie die Dinge laufen. Ja. Wenn es so weiterläuft, kann ich diese Lokien nochmal ordentlich vernichten. Bald. Hier. Zumindest im Norden von der... Also im Süden der Türkei. Aber gut. So. Du kriegst mal bitte einen barbarischen Philosophen. Okay, mehr Forschungsrate. What the fuck, warum bist du so zufrieden hier? Okay. Keine Ahnung, finde ich gut. Was? Du hast eine List von... Alter, der absolute Oberhammer. Eine List von plus 3, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich will dich aber nicht zu gut haben. Ja. Den feindlichen Gen, dann pushe ich dir mal nur als Krieger. Ach so. Also, es ist kein feindlicher Gen, es ist ja einer von meiner Nicht-Familie, quasi. Wie kann ich euch helfen? Ah. Den will ich nur zumindest dafür sorgen, dass er nicht zu mächtig wird später mal. Halt. So, dann können wir jetzt auch die Runde wieder beenden. Geht schnell heute. Echt flott. Tolosa. Oh. Ja. Was? Wie viel Wachstum habe ich jetzt hier? Plus 18. Ach du Scheiße, das geht jetzt flott hier. Cool. So. Du bist Ebi irgendwas. Wer ist Ebi irgendwas? Du bist das aus der anderen Familie und darfst du da reinmarschieren. So, die kulturellen Unterschiede werden hier beseitigt, das finde ich schön. Ich werde jetzt diese Runde auch noch eine Schlacht haben. Ja? Ja, ich werde die Spanier angreifen. Ich werde mich jetzt also durchringen. Nächste Runde oder diese Runde? Diese Runde. Dann greif an. Ja, ich werde aber erstmal gucken, ob ich mit Rom handeln kann. Rom findet mich immer noch nicht so dufte.
Ja, da fühlen sie dich halt nicht dufte. Ja, verstehe ich aber immer noch nicht warum. Ja, musst du mit leben. Ja, das Geld will ich aber behalten, auf jeden Fall. So. Dann muss ich mit den Avernern quatschen. Die finden mich ja voll toll. Denn ich will ja mit den Katabaren oder die. Du meinst die Kantabra? Kantabra, ja. In den Kantabran will ich noch nicht in den Krieg rein, sondern nur mit den anderen. So. Krieg gegen die Shestana, die sind die stärksten von den beiden. Ich bin so froh, dass ich noch keinen Krieg mit den Armeniern habe. Das wird echt grausig dann. Ach, warum? Die haben einfach mal so übertriebene Kavallerie, gegen die ich nicht ankommen kann. Das ist mein Problem. Okay. Ich habe ja nur meine kleinen Mini-Schwertkämpfer, meine Mini-Sperrkämpfer hier unten. Also diese freien Herbern und sowas. Du weißt, wie gut die sind. Sind nicht gerade die besten. Scheiß in die Ecke, dann hast du dieselbe Qualität. Was, wirklich? Werde ich gleich mal probieren. Hätte ich jetzt mal bloß so einen Reißverschluss hier, hätte ich mal so schön. Würdest du dann bei dir in die Ecke kacken, okay. Natürlich. Ins Katzklo bei mir im Zimmer. Ich würde zwar meinen Kader nicht so tolle finden, aber naja. Muss er nicht dufte finden, ne, Mondi? Ach, ist er gerade bei dir? Ja. Na dann. Der sagt schöne Grüße. Ja, dann bestell mal deinem Kater Grüße zurück. Schöne Grüße zurück, Monty. Von Mr. Arschloch. Von Mr. Arschloch? Hast du nicht gehört. Dann werde ich mal in den Krieg rücken. Beziehungsweise in die Schlacht. In einen schönen Hinterhalt. Jetzt überlege ich gerade, die Schlacht selber zu schlagen, oder... Du gehst in den Hinterhalt rein? Nee, ich lege einen Hinterhalt, weil der ist da halt zur Grenze mit halt Gewaltmaschinen gelaufen. Naja, gut, dann kann. Oh, das wird cool. Ich dachte, das ist mal lustig dann. Ja. Weißt du, was neuerdings mein Lieblingszeichen auf WhatsApp ist? Was? Ich hab's dir gerade geschickt. Dein Lieblingszeichen? Kannst du mal reinschauen. Das ist die Armee, mit der wir schon mal gekämpft haben hier. Nein, also nee. Wir haben... Nein. Das ist das erste Mal. Also, ich habe sonst mit Spanien, ne? Ja, den kenne ich. Außerdem, ich habe das eben auch sowas geschickt. Ich weiß. Und ich wette, meine Leute wissen, was es für ein Zeichen ist. Der Mittelfinger! Richtig! So, dann gucken wir mal, wie jetzt hier diese schöne Schlacht verläuft. Soll ich verstehen? Soll ich was spielen? Ja, wir können ja von zwei Seiten angreifen. Dann teile ich jetzt die Armee mal in faire zwei Hälften. Ja, du kannst mir einfach die Schwerträger geben, das reicht mir. Was? Ich will nur die Schwerträger haben. Ach so. Ja, du, die Herberner. Die Herberner halt. Die Herberner. Reicht mir. Ja, das sind ja Speerkämpfer. Ich gebe auch einmal Plänkler dabei. Ja, das ist eine gute Idee. Dann geh du auf mal auf die andere Seite. Okay. Ich kümmere mich da mehr um die Kaff, ja. Hier ist ja Gegner, ne? Ja, ich weiß. Gut. Ich schaue noch kurz, wo seine Ads sind. Sind so mittendrin verstreut. Ich stürme darunter. Darunter stürmen. Du kannst doch noch ein paar Schwertkämpfer haben. Ich überlege gerade, wo ich lang. Ja, ne, brauche ich gar nicht. Oder willst du, dass ich die nehme? Ja, nimm die. Gut. Dann hast du was zu tun. Okay. Ich überlege gerade, wie ich am besten drauf zugehe, ohne großartig Verluste zu erzeugen. Im hinteren Bereich werde ich auf jeden Fall mit meinem General reinchargen. Die kannst du da ein bisschen treiben, ist eine gute Idee. Ich bin auch am Überlegen. Obwohl vorne rein ist, glaube ich, die Kavallerie besser. Würde ich nicht machen, da ist der Support, braucht ein bisschen, bis er da ist. Und da sind noch viele Schwertkämpfer, die auch nochmal voll. Ja, aber vorne sind halt die Söldner, die katabarischen Söldner-Kavalleristen, die halt. Ach so, ja, die meine ich ja auch. Das ist doch eigentlich hinten, oder?
Das Ende der Kolonne. Deswegen dachte ich, du meinst das. Ah! Oh, ich hab's falsch rum gesehen. Ah. Okay, gut. Ja, okay, ich wollte eh den Hügel runterstürmen. Ich dachte, die sind da gerade am Hochgehen. Nee, nee, die sind am Runtergehen. Okay, ich bin bereit. Ja, warte, ich mach mal kurz nur ein paar Gruppierungen. Iberische Söldner, Schwertkämpfer, Kavallerie. Aha, verstehe. Gut. Neue Herbanner! Nahkampfkrieger! Okay, geht los. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So. Okay, die Kavallerie kommt natürlich bei dir hoch. So war's klar. Unsere Speere sind die euren. Attacke! Warum sollte die Kavallerie auch mal bei mir sinnlose Aktionen machen, ne? Ja. Kennt man ja gar nicht. Schick den Gender von dir rauf. Ach nee, das ist Könntet Kinder. Ihr bitte. Danke. Unterstürmen. Männer wanken. Ja, ich hab die meisten Verluste jetzt da gemacht. So. Keiner darf fliehen. Nee, muss vollkommen vernichtet werden. Ich unterstütze mal gegen den General von dem. Warte, ich bin im Rücken drin, dann schmeiß ich Speere rein. Ja, mach du das. Ich meine, ich habe die vielen Einheiten, die auch noch sind. Und um die Kaff, die solltest du beschießen mit deinen Steinschirren, ist die am schnellsten weg. So, Jen ist jetzt nämlich auch weg. Fortfahren. So viele wie nur möglich mitnehmen. Wow. Ja, sie müssen sterben, alle. Wir haben einen meiner Truppen getötet. Von dir einen deiner Truppen? Ja, halt die Dingens. Die Steinschirren oder was? Ja, ja. Ah, gut. Passiert. Ah, immerhin ist jetzt auch noch tot. Aber ja, gut, die Kaff kriegst du nicht mehr. Da kannst du abbrechen danach. Ich mache jetzt hier nur noch ein paar iberische Schwertkämpfer fertig. Mhm. Das sind nur vier Stück, damit auf jeden Fall. Da! Nein, da sind noch ein paar. Steinschleuderer. Musst alle auf. Kannst unten auf deinem Fraktionsbanner raufklicken und dann hebst du die farblich hervor. Dann siehst du die. Unten ist so ein kleines Fraktionszeichen von dir, Massilia. Wenn du darauf klickst, kommt alle hervorheben und dann kannst du alles sehen. Dann siehst du deine in gelb und die Feinde in rot. Ach so, ja. Ist ganz praktisch für sowas. Ja, ist halt praktisch für sowas direkt. Komm, metzel sie. Dann haben wir die Steinschleuderer weg. Haben wir noch jemanden hier? Siehst du noch jemanden? Die fliehen jetzt gleich vom Feld, von daher ist eigentlich egal. Okay. Dann Gefecht beenden. Bitte. Gewonnen. Verluste 160 Mann waren halt die Steinschleuderer, größtenteils, und ein paar Schwertkämpfer. Na, ist doch schon mal schön. Erfahrung haben die auch ein bisschen gemacht, sehe ich gerade. Ja, ein paar. Ja, ich meine, die waren Stufe 2 fast alle nur. Mhm. Ja, die pumpst du in der Beziehung ganz schön hoch, nicht wahr? Yep. Dann ist das halt später eine Billig-Elite-Armee. Ja, so kann man es nennen. Eine erfahrene Billig-Armee. Ja. Die kann aber trotzdem sehr gefährlich dann werden. Ja. Gegen Billig-Armeen. Auch gegen stärkere Armeen. Also das ist dann halt nicht mehr ungefährlich, würde ich behaupten. Erfahrung ist nicht so viel wert momentan. Ja, aber die Hopliten... ein bisschen was. Hilft im Early Game. Jetzt gerade hilft es sehr. Aber gegen Hopliten, die erfahren sind, sind sehr... Das ist eine andere Sache. Aber deine keltischen Krieger und deine Speerträger... Ja. Das macht nicht allzu großen Unterschied. Das ist ja mehr just for fun. Was, das machst du nur aus Spaß? Nicht aus taktischer Tiefe irgendwie? Taktischer Tiefe hat das ja trotzdem. Hilft mir am Anfang. So, die Armee wird definitiv fliegen können, wegen der einen Kavallerie, die geflohen ist. Die nicht mal zur Fraktion gehört, ey, das finde ich so geil. Weiß es halt nicht, ich hab's extra vorher nochmal vergiftet gehabt, ne?
Aber die hat ja anscheinend nicht so viel Schaden zugefügt. Ich bin ganz froh, dass die Seleukiden mich nicht mehr angegriffen haben. Jetzt. Die hatten mich noch eine Armee gehabt, die mich hätte nochmal angreifen können. Haben sie zum Glück nicht getan. Guck mal. Ah, nee. Ja. Die Runde muss erst noch beendet werden, von daher. Gut. Ja, genau, die eine Kavallerie flieht. Ah, ich kann kotzen. Gefangene töten. Gefangene freilassen. Aber das geht ja. Wenn ich die Gefangenen freilasse, passiert doch eigentlich gar nichts zu seiner Armee, oder? Sagen wir es mal so: Die kommen nicht zur Armee dazu, aber du kriegst einen diplomatischen Boni mit den Kessetanern dann. Weil ja, du deren Gefangene freigelassen hast. Ja, das werde ich. Ah, nee, der ist gestorben. Der Trupp. Na dann. Wenn du also im Nachhinein immer noch mal Frieden haben willst mit einer Nation, dann ist das die beste Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Okay, Einkommen durch Plündern. Schrecken. Hurra für alle Einheit beim Offensivkämpfen. Okay, ich mache einen Schreckensgeneral. Gefällt mir. Minus 10% Moral auf alle feindlichen Einheiten. Muhaha. So, und das permanent. Dann ist jetzt die Frage, was mache ich denn? Marschiere ich in dieses Land rein? Weil die Katabaren, oder wie auch immer sie sich schimpfen. Kantabra. Die sind ja eigentlich nicht so, so fröhlich mit mir. Ja. Ach egal, ich marschiere einfach durch dein Land. Kann sich eh gerade nicht wehren. So, weil die Averna bei denen sind. Könnte aber eigentlich schnell laufen. Oder? Kann ich nicht. Wegen der Schlacht anscheinend gerade. Na gut. So. Na gut. Du darfst dich dann in die Provinz begeben. Du darfst dann auch mal schnell laufen und dich in die Provinz begeben. Genau. War das ein Pups? Was ist? Nix. Was denn? Alles gut. Ich habe gerade was getrunken. Achso, es klang nach etwas anderem. Als hättest du gerade voll einfahren lassen. Achso, meinst du das hier? Oder? Ja, jetzt. Ist mein Stuhl, der knarrt ein bisschen. Ja, das ist der Stuhl. Also, Leute, bei ihm knarren nur die Stühle, ne? Also, er würde niemals in seinem Leben pupsen. Manchmal auch die Bettpfosten. Beide um. Ah, das Niveau ist schon wieder gesunken. Das gibt's doch nicht. Ja, immer, bei wenn ihm knarren die Bettpfosten, wenn er sich einer masturbieren ist. Oh. Immer wenn man denkt, man kann nicht mehr tiefer fallen, kann Cornelius beweisen, dass es doch noch tiefer geht. Oh, Athen wird bald fallen. Ja, macht Epirus die fertig, oder wie? Nein, es klingt komisch, Athen erobert bald Athen. Ah. Ja, das klingt komisch. Klingt komisch, ist aber so. Das ist wie wenn Rom bald Rom erobern würde. Nee, die Schlacht haben sie verloren. Ja? Jetzt wird aber Athen von Sparta belagert. Also, Athen. Ja, die Stadt Athen. Die Stadt Athen. Oder das ist jetzt Athenai. Kompliziert. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt ist noch eine dritte Fraktion dabei. Okay. So, ich bin dran. Yay. Fraktion schließt sich meinen Feinden an Armenien. Scheiße. Armenien schließt sich. What the fuck, warum? Die haben doch nichts mit mir zu tun, sonst. Bestimmt Geld für bekommen. Wett ich. Sind käufliche Nutten oder was? Ja, irgendwie sowas. So. Käufliche Damen des horizontalen Gewerbes. Ja. Bestimmt diese Lurkinen, aber egal. Machen wir das anders. Ah, jetzt kann ich erst was machen. Gut, super. Jetzt läuft's erst. Ja gut, das ist sowieso. War gerade ein Bug hier.
Ja, aber was du im Hintergrund immer für Geräusche hast, ist ja irgendein Klingeln. Das ist mein Kater gerade. Ach so. So. Peng. Jetzt werden wir einfach mal den Armeniern hier die Stadt zerstören. Dann greif an. Ich hab mich gerade Armenien. Armenien hat mich angegriffen, hat mir den Krieg erklärt. Ich bin jetzt einfach bei denen. Fertig. Sind die selber schuld? Bin ich mit einverstanden. Die haben jetzt gerade komplett viel, also extrem viel Geld verloren daran, dass ich einfach mal ihre Stadt geplündert habe. Ach, lässt die dann einfach stehen oder wie bei denen? Ja, die ist einfach zerstört. Und gehört denen noch. Und jetzt wollen die Frieden haben, auch geil. Nicht, mich zu umgarnen. Kannst ja versuchen zu vasalisieren. Obwohl, Vasallen kannst du gar nicht machen. Kann ich gar nicht machen. Nee. Ja, dann Pech. Dafür fordere ich Geld von ihnen ein. Und ich habe 2000 Dinare gerade eben bekommen. Ich bin voll am Rumkraxen mit meinem Geld und du, oh, ich krieg Geld. Ja, ich habe jetzt schon 2000. Also, ich habe 6200 Dinare. Ich habe in dieser Runde allein 4000 gemacht. Über 4000. Sogar. Das ist der Hammer. Ja. Oh. Die Stesetaner, jetzt habe ich ein Problem. Die haben eine neue Provinz erobert. Ja? Ja, jetzt haben sie mindestens 3. Jetzt sind die genauso groß wie ich. Und das noch als KI. Bedeutet, jetzt weiß ich auch, wo deren Hauptarmee ist. Ach Gott. So. Ja gut, dann... Wie weiß ich da? Ich will dich mal nach Persinus schicken. Oh. Sardes hat Bithynien eingenommen, das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Alter, wie viel Geld Italien hat. Oh Gott, Makedonien. Bithynien ist tot. Okay, gut. Also ich hätte gern Makedonien als Provinz. Ja? Ich weiß nicht, kannst du Makedonien sehen? Nein. Ja, dann. Oh, obwohl auch Hellas als Provinz wäre ganz nice. Makedonien hat einen Provinzstand von 3215. Ah. Also meine Heimatprovinz hat 1300. Meine hat, schau ich mal rein, 1955. Ja. Gut. Also Makedonien hat fast das Doppelte. Also... Hellas hat 2865, Italien 2300, aber gut, das sind die ganzen zivilisierten Scheiße, ne? Da werden wir die Armee einfach jetzt mal hier ein bisschen zusammenlegen und pushen nach Peng. Ah, hier nicht. Die nochmal. Ich mal gleich zwei neue, bitte. Nochmal Kavallerie. So. Ich pushe mich gerade militärisch wieder ein bisschen hoch, von daher. Ah, du bist auch gestiegen. Finde ich schön. So. Nice. Das läuft so, wie ich es mir wünsche gerade. So, Krieg erklärt. Zypern hat Sardes den Krieg erklärt. Finde ich gut. Bau abgeschlossen, eingefriedetes Land. Okay, Fraktion vernichtet Bithynien. Armeen schließt sich Feind an, habe ich schon Frieden geschlossen. Aha, bist du eigentlich auch erhaben von deiner Einfluss? Ich schau mal gleich. Ich schau gleich mal. Ich habe Pergamon gerade kennengelernt. Okay. Wie sieht Bethydes im Krieg? Zu wissen. Ich bin... Schauen wir mal rein. Erhaben, ja. Weil ich habe selber nämlich auch gerade ziemlich viel Prozent. Ich habe 83%. Ich habe 87. Ich hatte vorher noch 86. Das finde ich auch ganz gut so. Zur Zeit. Aber ich finde das langsam ein bisschen kritisch. Gut. Weißt du, was jetzt für ein Zeitpunkt ist? Dass du die Runde beendest und wir vielleicht die nächste Folge beginnen. Genau, wir beenden jetzt den Part nämlich. Yay! Und... Was können wir noch rumfragen? Was fällt dir ein?
Wollt ihr ein Foto von Cornelius Katze demnächst als Thumbnail hier in diesem Video haben? Also im nächsten Video oder übernächsten Video? Im übernächsten Video dann. Oder in irgendeinem Video. Okay, ein Thumbnail von meiner Katze. Das ist doch mal nicht schlecht. Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Schreibt es in die Kommentare. Genau. Dann kriegt ihr auf unseren beiden Videos ein Katzenfoto. Richtig, geil. Geile Sache. Gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.